Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ewig Dank, dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Ja, da, ja, Gott sei Dank. Doch warum endlich? Habe ich denn eher wiederkommen wollen und wiederkommen können? Oh, Nathan, wie elend, elend hättet ihr indes hier werden können. Euer Haus... Das brannte, ja, so habe ich schon vernommen. Doch Recha, wer bei einem Haare mit verbrannt. Verbrannt? Wer? Meine Recha? Oh... Das habe ich nicht gehört. Verbrannt bei einem Haar. Oh, Recha. Meine Recha. Eure Recha? Wenn ich mich wieder je entwöhnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Rechte das eure? Nichts mit größerem. Oh, wie teuer lasst ihr eure Güte, Nathan, mich bezahlen. Mein Gewissen verbietet... Da ja, lass vor allen Dingen dir erzählen... Mein Gewissen, sagt was ich... Was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft, so reich und mit Geschmack, so reich. So seid ihr nun, wenn ihr nur schenken könnt, nur schenken könnt. Nimm du so gern, als ich dir geb, und schweig. Und schweig. Wer zweifelt, Nathan, dass ihr nicht die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? Und doch... Doch bin ich nur ein Jude, hm? Das willst du sagen. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Da ja, wenn du mich hintergehst. Weiß sie es denn, dass ich gekommen bin? Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Auge und war wie tot. Schnell fuhr sie auf und rief, horch, horch, da kommen die Kamele meines Vaters. Ich zog fort hinaus. Und sieh, da kommt ihr wahrlich. Was Wunder. Ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch. Aha. Und ihm. Bei ihm? Bei welchem ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer war das? Wer? Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringeres Wunder war Recha nicht zu retten. Gott! Ohne ihn war es aus mit ihr. Wo ist er, dieser Edelmann? Wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen. Ihr gabt ihm doch fürs Erste, was an Schätzen ich euch gelassen hatte. Gabt ihm alles. Wie konnten wir? Nicht, da ja nicht. Er kam und niemand weiß woher. Er ging und niemand weiß wohin. Ohne alle des Hauses Kundschaft. Nur von seinem Ohr geleitet, drang mit vorgespreiztem Mantel er kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt vom Jauchzen unseres Danks setzt seine Beute er nieder, drängt sich unter das Volk und ist verschwunden. Nicht auf immer, will ich hoffen. Nachher, die ersten Tage, sahen wir ihn unter Palmen auf und nieder wandeln, die dort des auferstandenen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte
und beschwor nur einmal noch, die fromme Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nu? Umsonst. Er war zu meiner Bitte taub und goss so bittern Spott auf mich. Bist dadurch abgeschreckt? Nichts weniger. Ich trat ihn jeden Tag von Neuem an. Aber lange schon kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rechas wohl für Eindruck machen muss. Geh, Daya, geh. Sieh, was sie macht, ob ich sie sprechen kann. So, dann suche ich den wilden, launigen Schutzengel auf. Und wenn ihm noch beliebt, hienieden unter uns zu wallen, finde ich ihn gewiss und bringe ihn her. Ihr unternehmet viel. Denn da ja, glaube mir, dem Menschen ist ein Mensch noch immer lieber als ein Engel. Ich gehe. Doch hört, doch seht, da kommt sie selbst. Mein Vater! Mein Kind! Mein liebes Kind! Wo bleibt ihr? Was für Berge, für Wüsten, was für Ströme trennen uns denn noch? Ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan, über, wer weiß, was für Wasser all. Wie oft habe ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nahe kam. Wie wollen wir uns freuen und Gott, Gott loben? Er trug euch und den Nachen auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel die ungetreuen Ströme hinüber. Er winkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Ich habe einen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meinen Engel. Doch hätte auch nur ein Mensch dir diesen Dienst erzeigt. Er müsste für dich ein Engel sein. Nicht so ein Engel. Nein, ein wirklicher. Es war gewiss ein wirklicher. Habt ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn ja. Und er liebt dich und tut für dich und deinesgleichen stündlich Wunder. Wie? Meiner Rächer wäre es Wunders nicht genug, dass sie ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen. Wie? Ja, kein kleines Wunder. Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont? Darum eben war das kein Tempelherr. Erschien es nur. Sieh, wie sinnreich. Jetzt, Daya, nimm das Wort. Ich habe es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr. Nun ja, so sagt man freilich. Doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seine Brüder einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Aha. Endlich, als er gar verschwand. Verschwand? Wie denn verschwand? Sich unter Palmen nicht ferner sehen ließ. Wie? Oder habt ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht? Das nun wohl nicht. Nicht, ja nicht. Wenn dieser Engel nun krank geworden. Krank? Krank? Er wird doch nicht. Daya! Er ist ein Franke, dieses Klimas ungewohnt. Krank? Das wäre möglich, meint ja Nathan nur. Nun liegt er da, hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besorgen. Vater! Liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zusprache, ein Raub der Schmerzen und des Todes da. Wo? Er, der für eine, die er nie gekannt, gesehen, genug, es war ein Mensch, ins Feuer stürzte. Nathan! Der hat nun sterbend sich zu laben, nichts als das Bewusstsein dieser Tat. Hört auf, ihr tötet sie. Und du hast ihn getötet. Hättest du ihn töten können? Rächer. Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir. Ist doch wohl nicht krank. Nicht einmal krank. Gewiss. Nicht tot. Nicht krank. Gewiss nicht tot. Denn Gott lohnt Gutes hier getan, auch hier noch. Geh. Begreifst du aber, wie viel andächtig schwärmen leichter als gut handeln ist? Ach, mein Vater! Lasst eure Rächer doch nie wiederum allein.
Nicht wahr? Er kann auch wohl verreist nur sein. Allerdings. Ich sehe, dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann mir die beladenen Kamele. Kennt ihr ihn? Ach, euer Derwisch. Wer? Euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi? Das Al-Hafi? Jetzt des Sultans Schatzmeister. Wie Al-Hafi? Wahrhaftig ist's. Kommt auf uns zu. Hinein mit euch, geschwind. Was werd ich hören? Reißt nur die Augen auf, soweit ihr könnt. Bist du's? Bist du es nicht? In dieser Pracht ein Derwisch? Nun, warum denn nicht? Lässt sich aus einem Derwisch denn nichts, gar nichts machen? Ei, wohl genug. Ich dachte mir nur immer, der Derwisch, so der rechte Derwisch, woll aus sich nichts machen lassen. Beim Propheten, dass ich kein Rechter bin, mag auch wohl wahr sein. Zwar, wenn man muss. Muss? Derwisch muss? Kein Mensch muss müssen und ein Derwisch müsste? Was müsste er denn? Warum man ihn recht bittet und er für gut erkennt, das muss ein Derwisch. Bei unserem Gott, da sagst du wahr. Lass dich umarmen, Mensch. Du bist doch noch mein Freund. Und fragt nicht erst, was ich geworden bin? Trotzdem warst du geworden. Könnte ich nicht ein Kerl im Staat geworden sein, dess Freundschaft euch ungelegen wäre? Wenn dein Herz noch Derwisch ist, so wag ich's drauf. Der Kerl im Staat ist nur dein Kleid. Das auch geehrt will sein. Was meint ihr, ratet? Was wär ich an eurem Hofe? Derwisch war da nichts. Doch nebenher wahrscheinlich Koch. Nun ja, mein Handwerk bei euch zu verlernen. Koch, nicht Kellner auch. Gesteht, dass Saladin mich besser kennt. Schatzmeister bin ich bei ihm worden. Du bei ihm? Kommt an, was gebt ihr mir? So trete ich meine Stelle euch ab. Was bringt dir deine Stelle? Mir nicht viel. Doch euch, euch kann sie trefflich wuchern. Denn ist es Ebb im Schatz, wie öfters ist, so zieht ihr eure Schleusen auf, schießt vor und nehmt an Zinsen, was euch nur gefällt. Auch Zins vom Zins der Zinsen? Freilich. Bis mein Kapital zu lauter Zinsen wird. Das lockt euch nicht? Nein. So schreibet unserer Freundschaft nur gleich den Scheidebrief. Denn wahrlich habe ich sehr auf euch gerechnet. Wahrlich? Wieso denn? Dass ihr mir mein Amt mit Ehren würdet führen helfen. Dass ich allzeit offene Kasse bei euch hätte. Ihr schüttelt? Nun verstehen wir uns nur recht. Hier gibt's zu unterscheiden. Du, warum nicht du? Al-Hafi Derwisch ist zu allem, was ich vermag, mir stets willkommen. Aber Al-Hafi Deftadar des Saladin, der... dem... Erriet ich's nicht, dass ihr doch immer so gut als klug, so klug als weise seid. Geduld. Was ihr am Hafi unterscheidet, soll bald geschieden wieder sein. Seht da! Das Ehrenkleid, das Saladin mir gab, ehe es verschossen ist, ehe es zu Lumpen geworden, wie sie einen Derwisch kleiden, hängt's in Jerusalem am Nagel. Und ich bin am Ganges, wo ich leicht und barfuß den heißen Sand mit meinen Lehrern trete. Al-Hafi, mach, dass du bald in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, grad unter Menschen möchtest du ein Mensch zu sein. Erlernen. Recht. Das fürcht ich auch. Lebt wohl. So hastig. Warte doch, Al-Hafi. Entläuft dir denn die Wüste? Warte doch. Weg ist er. Und ich hätte ihn noch so gern nach unserem Tempelherrn gefragt. Vermutlich, dass er ihn kennt. Oh, Nathan. Nathan! Na, was gibt's? Er lässt sich wieder sehen. Wer? Er? Ja, so, nur euer Er heißt er. Er wandelt unter Palmen wieder auf und ab und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln. Sie essend und als Tempelherr! Was quält ihr mich? Rächer, lasst euch bitten, euch beschwören, ungesäumt ihn anzugehen. So wie ich vom Kamele gestiegen, schickt sich das. Geh, eile du ihm zu und meld ihm meine Wiederkunft. Geh, sag, ich lass ihn bitten.
ihn herzlich bitten. All umsonst. Er kommt euch nicht. Warum? Er kommt zu keinem Juden. So, geh wenigstens ihn anzuhalten. Ihn wenigstens mit deinen Augen zu begleiten. Nun geh, ich komme gleich dir nahe. Ja, guter Bruder. Wer nur selbst was hätte. Bei Gott, ich habe nichts. Gott geb euch tausendfach, was ihr gern geben wolltet. Denn der Wille und nicht die Gabe macht den Geber. Auch wart ich dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt. Doch aber nachgeschickt? Ja, aus dem Kloster. Wo ich eben jetzt ein kleines Pilgermahl zu finden hoffte? Die Tische waren schon besetzt. Komm aber der Herr nur wieder mit zurück. Wozu? Die Datteln sind ja reif. Nehm sich der Herr in Acht mit dieser Frucht. Zu viel genossen taugt sie nicht. Verstopft die Milz, macht melancholisches Geblüt. Wenn ich nun melancholisch gern mich fühlte? Doch dieser Warnung wegen wurde dir mir doch nicht nachgeschickt. Oh nein, ich soll mich nur nach euch erkunden, auf den Zahn euch fühlen. Und das sagt ihr mir so selbst? Warum nicht? Ihr dürft mir doch auch wohl vertrauen, wer mich gern genauer kennen möchte. Dass ihr selbst nicht seid, will ich wohl schwören. Ziemte mir's und frommte mir's. Wem ziemt und frommt es denn, wem denn? Dem Patriarchen muss ich glauben, denn der sandte mich euch nach. Der Patriarch? Kennt der das Rote Kreuz auf weißem Mantel nicht besser? Kenn ja ich. Nun, Bruder, nun. Ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener. Selbst 20. gefangen und allein vom Saladin begnadiget. So weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht. Er schließt daraus, dass Gott zu großen Dingen euch miss aufbehalten haben. Ja, zu großen. Ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten. Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits weit wichtigere Geschäfte für den Herrn. So? Meint ihr, Bruder? Hat er euch gar schon was merken lassen? Ah, jawohl. Ich soll den Herrn nur erst ergründen, ob er so der Mann wohl ist. Nun ja, ergründet nur. Ich will doch sehen, wie der ergründet. Nun? Das Kürzeste wird wohl sein, dass ich dem Herrn ganz geradezu des Patriarchen Wunsch eröffne. Wohl? Er hätte durch den Herrn ein Briefchen gern bestellt. Durch mich? Ich bin kein Bote. An diesem Briefchen sei der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. Dies Briefchen wohl bestellt zu haben, sagt der Patriarch, werd einst im Himmel Gott mit einer ganz besonderen Krone lohnen. Und dieser Krone, sagt der Patriarch, sei niemand würdiger als mein Herr. Als ich? Denn diese Krone zu verdienen, sagt der Patriarch, sei schwerlich jemand auch geschickter als mein Herr. Als ich? Er sei hier frei, könn überall sich hier besehen, versteh wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen, könne, sagt der Patriarch, die Stärk und Schwäche der von Saladin neu ausgeführten inneren zweiten Mauer am besten schätzen, sie am deutlichsten den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben. Welch ein Patriarch! Ja, so! Der liebe, tapfere Mann will mich zu keinem gemeinen Boten, will mich zum Spion. Sagt eurem Patriarchen, guter Bruder, so viel ihr mich ergründen könne, wäre das meine Sache nicht. Dachte ich's doch. Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. Zwar kommt das Beste noch. Der Patriarch hier nächst hat ausgegattert, wie die Feste sich nennt, und wo auf Libanon sie liegt, in der die ungeheuren Summen stecken, mit welchen Saladins vorsichtiger Vater das Heer besoldet und die Zurüstungen des Kriegs bestreitet. Saladin verfügt von Zeit zu Zeit auf abgelegenen Wegen nach dieser Feste sich, nur kaum begleitet. Ihr merkt doch. Nimmermehr. Was wäre da wohl leichter, als des Saladins sich zu bemächtigen, den Garaus ihm zu machen? Und der Patriarch hätte auch zu diesem wackern Manne mich ersehen? Ich wäre dem Saladin mein Leben schuldig und raubt ihm seines? Geht, Bruder, erregt mir meine Galle nicht. Geht, geht! Ich geh und geh vergnügter, als ich kam.
Gott Dank! Gott tausend Dank, Herr Ritter! Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid doch wohl nicht krank gewesen? Nein. Ihr wart gewiss verreist. Erraten. Und kamt heute erst wieder. Gestern. Auch Rechers Vater ist heute angekommen. Und nun darf Recher doch wohl hoffen. Was? Warum sie euch so öfters bitten lassen? Ihr Vater ladet euch nun selber bald aufs Dringlichste. Er kommt von Babylon mit 20 hochbeladenen Kamelen. Kaufe nichts. Sein Volk verehret ihn als einen Fürsten. Doch dass es ihn den Weisen Nathan nennt und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft gewundert. Seinem Volk ist reich und weise vielleicht das Nämliche. Vor allem aber hätt's ihn den Guten nennen müssen. Denn ihr stellt euch gar nicht vor, wie gut er ist. Weib, hör dir denn gar nicht auf, mich zu verfolgen. Verfolgen, lieber ja, Gott. Ja, verfolgen. Ich will nun einmal euch nicht weiter sehen, nicht hören. Will von euch an eine Tat nicht fort und fort erinnert sein, bei der ich nichts gedacht. Zwar möchte ich sie nicht gern bereuen, aber seht. Ereignet so ein Fall sich wieder. Ihr seid schuld, wenn ich so rasch nicht handle, wenn ich mich vorher erkund und brennen lasse, was brennt. Bewahre Gott! Von heute an tut mir den Gefallen wenigstens und kennt mich weiter nicht. Ich bitte euch drum. Auch lasst den Vater mir vom Halse. Jude ist Jude. Des Mädchens Bild ist längst aus meiner Seele, wenn es je da war. Doch eures ist aus ihrer nicht. Was soll's nun aber da? Was soll's? Wer weiß. Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. Doch selten etwas Besseres. Wartet doch, was eilt ihr? Weib! Macht mir die Palmen nicht verhasst, worunter ich so gern sonst wandle. Saladin, wo bist du? Wie spielst du heute? Nicht gut. Ich dächte doch. Schach. Und Schach. Oh. Und Schach. Und Matt. Du hast gewonnen und Al-Hafi zahlt. Du hattest Sita nicht so unrecht. Ich war nicht so ganz beim Spiele, war zerstreut. Ja, ja, du warst zerstreut. Und mehr als ich. Als du? Was hätte dich zerstreut? Oh, Saladin, wann werden wir so fleißig wieder spielen? Ach, weil es wieder losgeht, meinst du? Ich hätte gern den Waffenstillstand noch verlängert. Doch sind die Tempelherren schuld. Sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld. Durch die allein wird aus der Sache nichts. Sie haben des Waffenstillstands Ablauf kaum erwarten können. Lustig. Nur so weiter, ihr Herr, nur so weiter. Mir schon recht. Wäre alles sonst nur, wie es müsste. Nun, was könnte sonst dich aus der Fassung bringen? Ich war auf Libanon bei unserem Vater. Er unterliegt den Sorgen noch. Oh weh. Er kann nicht durch, es klemmt sich aller Orten, es fehlt bald da, bald dort. Was klemmt, was fehlt? Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Hafi, dass du kommst. Zahl an Sita 1000 Dinare. Zahl anstatt Empfang? An Sita? Wiederum an Sita und verloren? Wiederum im Schach verloren? Du gönnst mir doch mein Glück. Was gönnen, wenn ihr wisst ja wohl. Psst, Hafi. Gönn's euch nur selber erst. Geh nur, Al-Hafi, geh. Ich will das Geld schon holen lassen. Nein, ich spiele länger die Mummerei nicht mit. Er muss es doch einmal erfahren. Wer? Und was? Al-Hafi, ist dieses dein Versprechen? Hältst du so mir Wort? Wie konnte ich glauben, dass es so weit gehen würde? Nun, erfahre ich nichts. Lass eine Kleinigkeit, mein Bruder, dir nicht näher treten, als sie würdig ist. Du weißt, ich habe zu verschiedenen Malen dieselbe Summe im Schach von dir gewonnen. Und weil ich jetzt das Geld nicht eben nötig habe, weil jetzt in Hafis Kasse doch das Geld nicht eben allzu häufig ist, so sind die Posten stehen geblieben. Aber sorgt nur nicht, ich will sie weder dir, mein Bruder, noch Hafi, noch der Kasse schenken. Ja, wenn's das nur wäre, das... Wirst du reden? Seit aus Ägypten wir das Geld erwarten, hat sie... Wozu ihn hören? ...nicht nur nichts bekommen... Wohl gar noch vorgeschossen, nicht? ...den ganzen Hof erhalten, euren Aufwand ganz allein bestritten. Das ist meine Schwester. Wer hatte das zu können, mich so reich gemacht, als du, mein Bruder? Hm.
wenn ich unserem Vater auch seine Sorgen so erleichtern könnte. Nun schlägst du meine Freudigkeit auf einmal wieder nieder. Geh, Hafi, nimm auf, bei wem du kannst und wie du kannst. Geh, Borg, versprich. Hafi, eben fällt mir ein, gehört zu haben, dass dein Freund zurückgekommen. Freund? Mein Freund? Wer denn das? Dein hochgepriesener Jude. Gepriesener Jude? Hoch von mir? Dem sein Gott von allen Gütern dieser Welt das Kleinst und Größte so in vollem Maß erteilet hat. Sag dich so, was meinte ich denn damit? Das kleinste Reichtum und das größte Weisheit. Wie? Von einem Juden hätte ich das gesagt? Das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt? Ja so, von dem, vom Nathan. Wahrhaftig, der ist endlich wieder heimgekommen. Ganz recht, den nannte einmal das Volk den Weisen. Den Reichen auch. Den Reichen nennt es ihn jetzt mehr als je. Die ganze Stadt erschallt, was er für Kostbarkeiten, was für Schätze er mitgebracht. Nun ist's der Reiche wieder, so wird's auch wohl der Weise wieder sein. Was meinst du, Hafi, wenn du diesen angingst? Und was bei ihm? Doch wohl nicht Borgen. Da kennt ihr ihn, er Borgen. Seine Weisheit ist eben, dass er niemand borgt. Nur darum eben leiht er keinem, damit er stets zu geben habe. Ich will auch gleich nur gehen an andere Türen klopfen. Da besinne ich mich soeben eines Mohren, der reich und geizig ist. Ich geh! Was eilst du, Hafi? Lass ihn. Eilt er doch, als ob er mir nur gern entkäme. Was heißt das? Hat er wirklich sich in ihm betrogen? Oder möchte er uns nur gern betrügen? Wie, das fragst du mich? Ich weiß ja kaum, von wem die Rede war. Und höre von eurem Juden, eurem Nathan, heute zum ersten Mal. Ist's möglich, dass der Mann dir so verborgen blieb? Sein Saumtier treibt auf allen Straßen, zieht durch alle Wüsten, seine Schiffe liegen in allen Häfen. Das hat mir wohl Edem al-Hafi selbst gesagt und voll Entzücken hinzugefügt, wie groß, wie edel dieser sein Freund anwende, was so klug und emsig er zu erwerben für zu klein nicht achte. Und jetzt sprach Hafi doch so kalt von ihm. Kalt nun wohl nicht, verlegen. Sei dem, wie ihm wolle, ist er nur reich genug für uns. Du willst ihm aber doch das Seine mit Gewalt nicht nehmen, Schwester. Ja, was heißt bei dir Gewalt? Mit Feuer und Schwert? Nein, nein. Was braucht es bei den Schwachen für Gewalt als eben ihre Schwäche? Komm jetzt nur mit. Es reift indes bei mir vielleicht ein Anschlag, den ich auf diesen Nathan habe. Komm. Er wird kaum noch mehr zu treffen sein, mein Vater. Nun, wenn hier unter den Palmen schon nicht mehr, doch anderwärts. Sei jetzt nur ruhig. Da ist ja. Nun? Er wird gleich kommen. So macht nur, dass er euch hier nicht gewahr wird. Tretet mir zurück. Nur einen Blick noch. Kommt, der Vater hat ganz recht. Ihr lauft Gefahr, wenn er euch sieht, dass auf der Stelle er umkehrt. Fast scheue ich mich des Sonderlings. Dass ein Mensch doch einen Menschen so verlegen soll machen können. Er kommt. Bei Gott, ein Jüngling wie ein Mann. Ich mag ihn wohl. Wo sah ich doch dergleichen? Verzeiht, edler Franke. Was? Erlaubt. Was, Jude, was? Dass ich mich unterstehe, euch anzureden. Kann ich's wehren? Doch nur kurz. Verzieht. Und eilet nicht so stolz, nicht so verächtlich an dem Mann vorüber, den ihr auf ewig euch verbunden habt. Wie das? Fast errate ich's. Nicht, ihr seid... Ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater, das eure Großmut aus dem Feuer gerettet. Und komme... Wenn zu danken, spart's. Ihr seid mir gar nichts schuldig. Wusste ich denn, dass dieses Mädchen eure Tochter war? Mein Leben war mir ohnedem in diesem Augenblicke lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, es für ein anderes Leben in die Schanze zu schlagen. Für ein anderes, wenn's auch nur das Leben einer Jüdin wäre. Groß und abscheulich. Doch
Die Wendung lässt sich denken. Die bescheidene Größe flüchtet sich hinter das Abscheuliche, um der Bewunderung auszuweichen. Ritter, wenn ihr hier nicht fremd und nicht gefangen wäret, würde ich euch so dreist nicht fragen. Sagt, befehlt, womit kann man euch dienen? Ihr? Mit nichts. Ich bin ein reicher Mann. Der reichere Jude war mir nie der bessere Jude. Dürft ihr denn darum nicht nützen, was dem ungeachtet er Besseres hat? Nicht seinen Reichtum nützen. Nun gut. Um meines Mantels willen. Sobald er ganz und gar verschlissen, komm ich und borge mir bei euch zu einem neuen Tuch oder Geld. Noch ist es nicht so weit mit ihm. Ihr seht, er ist so ziemlich noch imstande. Nur der eine Zipfel, da hat einen garstigen Flick. Er ist versenkt. Und das bekam er, als ich eure Tochter durchs Feuer trug. Es ist doch sonderbar, dass so ein böser Fleck, dass so ein Brandmal dem Mann ein besseres Zeugnis redet als sein eigener Mund. Ich möchte ihn küssen gleich, den Flecken. Ach, verzeiht, ich tat es ungern. Was? Eine Träne fiel darauf. Tut nichts, er hat der Tropfen mehr. Wärt ihr wohl so gut und schicktet euren Mantel auch einmal meinem Mädchen. Was damit? Auch ihren Mund auf diesen Fleck zu drücken. Denn eure Knie selber zu umfassen, wünscht sie nun wohl vergebens. Aber Jude, ihr heißet Nathan. Nathan, ihr setzet eure Worte sehr, sehr gut, sehr spitz. Ich bin betreten. Allerdings, ich hätte... Verstellt und verstellt euch, wie ihr wollt. Ich find auch hier euch aus. Ihr wart zu gut, zu bieder, um höflicher zu sein. Das Mädchen ganz Gefühl, der weibliche Gesandte ganz Dienstfertigkeit. Der Vater weit entfernt. Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge. Auch dafür danke ich euch. Ich muss gestehen, ihr wisst, wie Tempelherren denken sollten. Nur Tempelherren sollten? Und bloß, weil es die Ordensregeln so gebieten? Ich weiß, wie gute Menschen denken. Weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen. Mit Unterschied doch hoffentlich. Mit diesem Unterschied ist es nicht weit her. Der große Mann braucht überall viel Boden und mehrere zu nah gepflanzt, zerschlagen sich nur die Äste. Mittelgut wie wir findet sich hingegen überall in Menge. Nur muss der eine nicht den anderen mäkeln. Nur muss der Knorr den Knubben hübsch vertragen. Nur muss ein Gipfelchen sich nicht vermessen, dass es allein der Erde sei entschossen. Sehr wohl gesagt. Doch kennt ihr auch das Volk, das diese Menschenmäkelei zuerst getrieben? Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie, wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte. Seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte, nur sein Gott sei der rechte Gott. Ihr stutzt, dass ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede. Wann hat und wo die fromme Raserei, den besseren Gott zu haben? Diesem Bessern der ganzen Welt als Besten aufzudringen? In ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als hier, als jetzt? Wem hier, wem jetzt die Schuppen nicht vom Auge fallen? Doch sei blind, wer will. Vergesst, was ich gesagt, und lasst mich... Nein! Ihr wisst nicht, wie viel fester ich nun mich an euch drängen werde. Kommt! Wir müssen Freunde sein. Verachtet mein Volk so sehr ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Ja, bei Gott, das habt ihr, Nathan. Das habt ihr. Eure Hand. Ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Wir müssen Freunde werden. Sind es schon? Wie wird sich meine Rächer freuen? Und ach, welch eine heitere Ferne schließt sich meinen Blicken auf. Kennt sie nur er. Ich brenne vor Verlangen. Nathan,
Nathan! No, was ist? Der Sultan hat geschickt. Der Sultan will euch sprechen. Gott, der Sultan. Mich? Der Sultan? Er wird begierig sein zu sehen, was ich Neues mitgebracht. Sag nur, es sei noch wenig oder gar nichts ausgepackt. Nein, nein, er will nichts sehen, will euch sprechen, euch in Person und bald, sobald ihr könnt. Ich werde kommen. Nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter. Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan doch will. Das wird sich zeigen. Geh nur, geh. So kennt ihr ihn noch nicht? Ich meine von Person. Den Saladin noch nicht. Ich habe ihn nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen. Doch nun hat er durch Sparung eures Lebens... Ja, dem allerdings ist so. Das Leben, das ich lebe, ist sein Geschenk. Durch das er mir ein doppelt, dreifach Leben schenkte. Wer weiß, ob er sich meiner gar erinnert. Es fällt vielleicht ein Wort, das mir auf euch zukommen Anlass gibt. Erlaubt, verzeiht, ich eile. Wann aber sehen wir euch bei uns? Sobald ich darf. Sobald, jawohl. Noch heute. Und euer Name, muss ich bitten? Mein Name war, ist Kurt von Staufen. Kurt. Von Staufen? Staufen? Staufen. Warum fällt euch das so auf? Von Staufen. Des Geschlechts sind wohl schon mehrere. Oh ja, hier waren, hier faulen des Geschlechts schon mehrere. Mein Oheim selbst... Mein Vater, will ich sagen. Wie? Doch warum schärft sich euer Blick auf mich hier mehr und mehr? Oh nichts, wie kann ich euch zu sehen ermüden? Drum verlasse ich euch zuerst. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ich fürchte, Nathan, lass die Zeit allmählich und nicht die Neugier unsere Kundschaft machen. Der Forscher fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ist es doch, als ob in meiner Seele erlese. Von Staufen. Ganz recht, ganz recht. Filneck und Staufen. Ich will das bald genauer wissen. Nur erst zum Saladin. Doch wie? Lauscht dort nicht da, ja? Nur, so komm nur näher da, ja. Was gilt's? Nun drückt's euch beiden schon das Herz, noch ganz was anderes zu erfahren, als was Saladin mir will. Verdenkt ihr's ihr? So sag ihr nur, dass sie ihn jeden Augenblick erwarten darf. Gewiss. Doch seht, ich glaube gar, da kommt vom Sultan ein zweiter Boot. Al-Hafi, euer Derwisch. Nathan! Zu euch wollte ich nun eben wieder. Ist denn so eilig? Was verlangt er denn von mir? Wer? Saladin. Ich komm, ich komme. Zu wem? Zum Saladin? Schickt Saladin dich nicht? Mich? Nein. Hat er denn schon geschickt? Na, freilich hat er. Nun, so ist es richtig. Was? Was ist richtig? Das... Ich bin nicht schuld. Gott weiß, ich bin nicht schuld. Was habe ich nicht von euch gesagt, gelogen, um es abzuwenden? Was abzuwenden? Was ist richtig? Dass nun ihr sein Defter da geworden. Ich bedauere euch, doch mit Ansehen will ich's nicht. Ich geh von Stund an. Geh, ihr habt es schon gehört, wohin und wisst den Weg. Besinn dich doch, Al-Hafi, dass ich noch von gar nichts weiß. Was plauderst du denn da? Ihr bringt sie doch gleich mit, die Beutel. Beutel? Nun, das Geld, das ihr dem Saladin vorschießen sollt. Ach. Weiter ist es nicht. Ich sollte es wohl mit ansehen, wie er euch von Tag zu Tag aushöhlen wird bis auf die Zehen. Bildet ihr vielleicht euch ein, wer eures Gelds bedürftig sei, der werde doch eurem Rate wohl auch folgen. Ja, er Rate folgen. Wann hat Saladin sich raten lassen? Kurz, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Da laufe ich nun bei allen schmutzigen Mohren herum und frage, wer ihm borgen will. Ich, der ich nie für mich gebettelt habe, soll nun für andere borgen. Borgen ist viel besser nicht als betteln, so wie Laien. Auf Wucher Laien. Nicht viel besser ist als stehlen. Unter meinen Gebern, an dem Ganges, brauche ich beides nicht. Und brauche das Werkzeug beider nicht zu sein. Am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seid ihr der Einzige, der noch so würdig wäre, dass er am Ganges lebte. Wollt ihr mit? Ja, lasst ihn mit eins den Plunder ganz im Stiche, um den es ihm zu tun. Er bringt euch nach und nach doch drum, so wär die Plackerei auf einmal aus. Kommt, kommt! Ich dächte zwar, das blieb uns ja noch immer übrig. Doch Al-Hafi will ich's überlegen. Warte... Überlegen? Nein. Sowas überlegt sich nicht. Nur bis ich vor dem Sultan wiederkomme, bis ich Abschied erst. Wer überlegt, der sucht Bewegungsgründe nicht zu dürfen.
wie ihr wollt. Lebt wohl, wie es euch wohl dünkt. Mein Weg liegt dort und eurer da. Ahafi, du wirst selbst doch erst das Deine berichtigen. Ach, Possen, der Bestand von meiner Kasse ist nicht des Zählens wert. Und meine Rechnung bürgt ihr oder Sitta. Lebt wohl. Die bürge ich. Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König. Wie, Daya, drückte sich mein Vater aus? Ich dürfte ihn jeden Augenblick erwarten. Oder verwünschten Botschaft von dem Sultan. Denn Nathan hätte sich ja ohne sie ihn gleich mit hergebracht. Und wenn er nun gekommen, dieser Augenblick? Wenn denn nun meine Wünsche wärmster, innigster erfüllet ist, was dann? Was dann? Was dann? Dann hoffe ich, dass auch meiner Wünsche wärmster soll in Erfüllung gehen. Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen zu wissen, welche deiner würdig sind. Horch, Daya, wenn er es wäre, horch. Er ist. Mein Retter! Recher! Ich will ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes nur Gott noch einmal danken. Nicht dem Manne. Tempelherren, die müssen einmal nun so handeln. Müssen. Oh, Daya, Daya! Das war das Mädchen nicht. Nein, nein, das war es nicht, das aus dem Feuer ich holte. Ich aber find euch noch den Nämlichen. Nun, Ritter, sagt uns doch, wo ihr so lange gewesen. Fast dürfte ich auch fragen, wo ihr jetzt so seid. Ich bin, wo ich vielleicht nicht sollte sein. O Recher, Recher, wie hat er so wahr gesagt, kennt sie nur erst. Wer hat? Von wem? Euch das gesagt. Kennt sie nur erst, hat euer Vater mir gesagt, von euch gesagt. Und ich nicht etwa auch? Ich denn nicht auch? Allein, wo ist er denn? Wo ist denn euer Vater? Ist er noch beim Sultan? Ohne Zweifel. Noch da? Oh, mich Vergesslichen. Nein, nein, da ist er schwerlich mir. Er wird dort unten bei dem Klostermann erwarten, ganz gewiss. So reden meine ich, wie es ab. Erlaubt, ich gehe, ich hol ihn. Das ist meine Sache. Bleibt, Ritter, bleibt. Ich bring ihn unverzüglich. Nicht so, nicht so. Er sieht mir selbst entgegen, nicht euch. Dazu, er könnte leicht, wer weiß, er könnte bei dem Sultan leicht... Ihr kennt den Sultan nicht, leicht in Verlegenheit gekommen sein. Glaubt mir, es hat Gefahr, wenn ich nicht gehe. Gefahr? Was für Gefahr? Gefahr für mich, für euch, für ihn, wenn ich nicht schleunig gehe. Ihr bringt den Juden her, sobald er kommt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen. Er war wohl auch nicht bei der Hand, nicht gleich zu finden. Schwester, Schwester. Tust du doch, als stünde dir ein Treffen vor. Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen. Ich soll Fallen legen, soll auf Glatteis führen. Wann hätte ich das gekonnt? Wo hätte ich das gelernt? Und alles das, wozu? Wozu? Um Geld zu fischen. Geld. Der Kleinigkeiten Kleinste mir zu schaffen. Jede Kleinigkeit zu sehr verschmäht, die rächt sich, Bruder. Leider wahr. Nun geh nur, geh. Ich glaube, meine Lektion zu können. Was? Ich soll gehen? Du wolltest doch nicht bleiben. Will auch nicht bleiben, im Gesicht euch bleiben, doch hier im Nebenzimmer. Dazu horchen? Auch das nicht, Schwester, wenn ich soll bestehen. Fort, fort. Er kommt. Tritt näher, Jude. Näher. Nur ganz her, nur ohne Furcht. Die bleibe deinem Feinde. Du nennst dich Nathan. Ja. Den weisen Nathan? Nein. Wohl. Nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt.
Und wenn es ihn zum Spott so nennt, wenn dem Volke Weise nichts weiter wäre als klug, und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht. Auf seinen wahren Vorteil meinst du doch? Dann freilich wäre der Eigennützigste der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Lass uns zur Sache kommen. Aber aufrichtig, Jud. Aufrichtig. Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner ferneren Kundschaft würdig bleibe. Bedienen wie? Du sollst das Beste haben, von allem sollst es um den billigsten Preis haben. Wovon sprichst du? Doch wohl nicht von deinen Waren. Schachern wird mit dir schon meine Schwester. Ich habe mit dem Kaufmann nichts zu tun. Ich heische deinen Unterricht in ganz was anderem. Ganz was anderem. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Sultan, ich bin ein Jud. Und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen. Oder wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Besseren. Wohlan, so teile deine Einsicht mir denn mit, damit ich sie zu meiner mache. Wie, du stutzest? Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, der eine solche Grille hat, die mich doch eines Sultans eben nicht so ganz unwürdig dünkt. Nicht wahr? So rede doch, sprich. Oder willst du einen Augenblick, dich zu bedenken? Ja. Gut, ich gebe ihn dir. Denk nach. Geschwind, denk nach. Ich säume nicht, zurückzukommen. Wunderlich. Wie ist mir denn? Was will der Sultan? Was? Ich bin auf Geld gefasst und er will Wahrheit? Wahrheit. Und will sie so bar, so blank, als ob die Wahrheit Münze wäre. Das ist sie doch nun nicht. Wie Geld in Sack, so striche man den Kopf auch Wahrheit ein. Wer ist denn hier der Jude, ich oder er? Doch wie? Sollte die Wahrheit wohl auch nicht in Wahrheit fordern? Zwar der Verdacht, dass er die Wahrheit nur als Falle brauche, wäre auch gar zu klein. Zu klein? Was ist für einen Großen denn zu klein? Gewiss, er stürzte mit der Türe so ins Haus. Man pocht doch, hört doch erst, wenn man als Freund sich naht. Ich muss behutsam gehen. Doch wie das? So ganz Stockjude sein wollen geht schon nicht. Nur ganz und gar nicht Jude geht noch minder. Denn wenn kein Jude, dürft er mich noch fragen, warum kein Muselmann? Das war's. Das kann mich retten. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. Er kommt. Er komme nur. Ich komme dir doch nicht zu geschwind zurück. Du bist zu Rande mit deiner Überlegung? Nun, so rede. Es hört uns keine Seele. Möcht auch doch die ganze Welt uns hören. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Ja, das nenne ich einen Weisen. Nie die Wahrheit zu verhehlen. Für sie alles auf das Spiel zu setzen. Leib und Leben, Gut und Blut. Ja, wenn's nötig ist und nützt. Doch, Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen? Warum das nicht? Ich bin stets ein Freund gewesen von Geschichtchen. Gut erzählt. Ja, gut erzählen, das ist nun wohl eben meine Sache nicht. Schon wieder so stolz, bescheiden. Mach, erzähle. Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten,
der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann im Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so. Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei und stets der Liebste, ohne Ansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings, das Haupt der Fürst des Hauses werde. Versteh mich, Sultan. Ich versteh dich. Weiter? So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater endlich von 3 Söhnen, die alle 3 ihm gleich gehorsam waren, die alle 3 erfolglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der Dritte, so wie ein jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend Herz die anderen 2 nicht teilten, würdiger des Rings, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte zu versprechen. Das ging nun so, solange es ging, allein es kam zum Sterben und der gute Vater kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, 2 von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet ihn geheim zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Rings 2 andere bestellt und weder Kosten noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Du hörst doch, Sultan. Ich höre. Komm mit deinem Märchen nur bald zu Ende. Ich bin zu Ende. Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst. Kaum war der Vater tot, so kommt ja jeder mit seinem Ring und jeder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt umsonst. Der rechte Ring war nicht erweislich. Fast so unerweislich als uns jetzt, der rechte Glaube. Wie? Das soll die Antwort sein auf meine Frage? Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich mir nicht getraue, die Ringe zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, damit sie nicht zu unterscheiden wären. Die Ringe, spiele nicht mit mir. Ich dächte, dass die Religionen, die ich dir genannt, doch wohl zu unterscheiden wären. Bis auf die Kleidung, bis auf Speis und Trank. Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. Denn gründen alles ist nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert. Und Geschichte muss doch wohl allein auf Treu und Glauben angenommen werden, nicht? No. Wessen Treu und Glauben zieht man denn am wenigsten in Zweifel? Doch der seinen? Doch deren Blut wir sind, doch deren, die von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe gegeben, die uns nie getäuscht, als wo getäuscht zu werden uns heilsamer war. Wie kann ich meinen Vätern weniger, als du den deinen glauben? Oder umgekehrt, kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht zu widersprechen? Oder umgekehrt, das Nämliche gilt von den Christen, nicht? Dem Lebendigen. Der Mann hat recht. Lass auf unsere Ring uns wiederkommen. Wie gesagt, die Söhne verklagten sich und jeder schwur dem Richter unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben. Wie auch war.
Der Vater beteuerte, jeder könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein. Und er dieses von ihm, von einem solchen lieben Vater, argwöhnen lasse, ihm müsse er seine Brüder des falschen Spiels bezeihen. Und er wolle die Verräter schon auszufinden wissen, sich schon rächen. Und nun der Richter? Der Richter sprach: Wenn ihr mir nun den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weiß ich euch von meinem Stuhl. Denkt ihr, dass ich Rätsel zu lösen da bin? Oder harren ihr, bis das der rechte Ring den Mund eröffne? Doch halt! Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden, denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Macht, sagt an. Ihr schweigt. Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Jeder liebt sich selber nur am meisten. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Herrlich, herrlich. Und also fuhr der Richter fort, wenn ihr nicht meinen Rat statt meines Spruches wollt, geht nur. Mein Rat ist dabei der, ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring, den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Ringes in seinem Hause nicht länger dulden wollen, und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken mögen, um einen zu begünstigen. Wohlan, es eifere jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf. Und wenn sich dann der steine Kräfte an euren Kindeskindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen. Geht. So sagte der bescheidene Richter. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein? Ich staub? Ich nichts? Oh Gott! Was ist hier, Sultan? Nathan, lieber Nathan, die 1000 Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh. Geh. Aber sei mein Freund. Und weiter hätte Saladin mir nichts zu sagen? Nichts. Nichts? Gar nichts. Und warum? Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, dir eine Bitte vorzutragen. Rede. Ich komme von einer weiten Reise, auf welcher ich Schulden eingetrieben. Fast habe ich des baren Gelds zu viel. Die Zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden. Ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. Da dachte ich, ob nicht du vielleicht etwas brauchen könntest. Nathan, ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon bei dir gewesen. Will nicht untersuchen, ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses Erbieten freier Dings zu tun. Ein Argwohn? Ich bin ihn wert, verzeih mir. Denn was hilft's? Ich muss dir nur gestehen, dass ich im Begriffe war... Doch nicht das Nämliche an mich zu suchen? Allerdings. So wäre uns beiden ja geholfen.
Dass ich aber dir alle meine Barschef nicht kann schicken, das macht der junge Templer. Du kennst ihn ja. Ihm habe ich eine große Post vorher noch zu bezahlen. Tempelherr? Du wirst doch meine schlimmsten Feinde nicht mit deinem Geld auch unterstützen wollen. Ich spreche von dem einen nur, dem du das Leben spartest. Ah, woran erinnerst du mich? Hab ich doch diesen Jüngling ganz vergessen. Wie? Kennst du ihn? Wo ist er? So weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für ihn durch ihn auf mich geflossen? Er mit Gefahr des neu erhaltenen Lebens hat meine Tochter aus dem Feuer gerettet. Er? Hat er das? Ha. Danach sah er aus. Das hätte Traun mein Bruder auch getan, wem er so ähnelt. Ist er denn noch hier? Mhm. Geh, hol ihn. Augenblicks. Hey, Nathan. Nathan. Ihr habt sehr lange euch bei dem Sultan aufgehalten. Er will euch sprechen, will, dass ungesäumt ihr zu ihm kommt. Begleitet mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn erst etwas anderes zu verfügen habe. Und dann, so gehen wir. Nathan, euer Haus betrete ich wieder eher nicht. So seid ihr doch indes schon da gewesen. Habt sie gesprochen? Nun, sagt, wie gefällt euch Recha? Über alle Maßen. Allein sie wiedersehen, das werde ich nie, nie, nie. Ihr müsstet mir zur Stelle denn versprechen, dass ich sie auf immer, immer soll können sehen. Wie wollt ihr, dass ich das verstehe? Mein Vater! Ihr junger Mann! Nicht Sohn? Ich bitte euch, Nathan. Lieber junger Mann. Nicht Sohn? Ihr überrascht mich, junger Ritter. Ich überrasche euch? Ehe ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. In diesem Augenblick gefühlte nichts als Neubegier. Denn seht, ich habe selbst wohl eine Staufen ehedem gekannt, der Konrad hieß. Nun, wenn mein Vater denn nun ebenso geheißen hätte. Wahrlich? Ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater. Denn mein Konrad war, was ihr war. Tempelherr war nie vermählt. Oh, darum. Wie? Oh, darum könnte doch mein Vater wohl gewesen sein. Ihr scherzt. Und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Was wär's denn nun? So was von Bastard oder Bankard? Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Doch entlasst mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will euch eurer wiederum entlassen. Nicht zwar, als ob ich den geringsten Zweifel an euren Stammbaum setzte. Gott behüte. Ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham hinaufbelegen. Und von da so weiter weiß ich ihn selbst. Ihr werdet bitter. Doch verdiene ich's? Schlug ich denn euch schon was ab? Nur kommt, nur kommt. Wohin? In euer Haus? Das nicht. Da brennt's. Ich will euch hier erwarten. Geht. Ich will mich möglichst eilen. Lieb ich denn zum ersten Male? Oder war, was ich als Liebe kenne, Liebe nicht? Ist Liebe nur, was ich jetzt empfinde? Ritter! Ritter! Da ja? Was gibt's? Und so geheimnisvoll? Was ist's? Ja. Wohl betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt, und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wäre es, wenn wir tauschten? Vertraut mir euers, so vertraue ich euch das meine. Mit Vergnügen, wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet. Fangt nur immer an. Ei, denkt doch. Nein, Herr Ritter, erst ihr, ich folge. Denn versichert, mein Geheimnis kann euch gar nichts nutzen, wenn ich nicht zuvor das eure habe. Kurz, gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt. Liebe Daya, nehmt für gestanden an, was ihr verlangt, dass ich sie liebe, dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde, dass... Gewiss, gewiss. So will ich denn mich länger keinen Augenblick bedenken. Wisst, Recha ist keine Jüdin, ist eine Christin, ist ein Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Nathan nicht ihr Vater? Und hätte sie als seine Tochter nur erzogen? Hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Ganz gewiss. Wie? Der weise, gute Nathan hätte sich erlaubt, die Stimme der Natur so zu verfälschen? Da ja. Ihr habt mir allerdings etwas vertraut. Von Wichtigkeit. Was Folgen haben kann. Was mich verwirrt. Worauf ich gleich nicht weiß, was mir zu tun. Drum lasst mir Zeit. Drum geht. Er kommt hier wiederum vorbei. Ich wär ihn jetzt zu sprechen ganz und gar nicht fähig. Geht nur. Geht! Musik.
guter Bruder. Da seid ihr ja. Ich habe euch lange schon gesucht. Mich, Herr? Ja. Ich komme, den Patriarchen über eine Sache um Rat zu fragen. Ihr den Patriarchen? Ein Ritter? Einen Pfaffen? Ja, die Sache ist ziemlich pfäffisch. Gleichwohl fragt der Pfaffe den Ritter nie. Die Sache sei auch noch so ritterlich. Oh, dort kommt er selbst. Bleibt hier nur stehen, er hat euch schon erblickt. Ich wich ihm lieber aus. Wer nicht mein Mann? Ein dicker, roter, freundlicher Prälat. Nun, Herr Ritter, sehr erfreut, den braven jungen Mann zu sehen. Ei, noch so gar jung. Nun, mit Gottes Hilfe, daraus kann etwas werden. Womit wär sonst dem Herrn zu dienen? Mit dem Nämlichen, woran es meine Jugend fehlt. Mit Rat. Recht gern. Was ist es denn, worüber unseren Rat für jetzt der Herr verlangt? Gesetzt, ehrwürdiger Vater, ein Jude hätt ein einzig Kind. Es sei ein Mädchen, das er mit der größten Sorgfalt zu allem Guten auferzogen. Und nun wird unser einem hinterbracht, dies Mädchen sei des Juden Tochter nicht. Er habe es in der Kindheit aufgelesen, gekauft, gestohlen, was ihr wollt. Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Der Jude habe es nur als Jüdin erzogen. Lass es nur als Jüdin und als seine Tochter so verharren. Sagt, ehrwürdiger Vater, was wäre hierbei wohl zu tun? Mich schaudert. Doch zuallererst erkläre sich der Herr, ob so ein Fall ein Faktum oder eine Hypothese. Das ist zu sagen, ob der Herr sich das nur bloß so dichtet oder ob's geschehen und fortfährt zu geschehen. Ich glaubte, das sei eins, um euer hochehrwürden Meinung bloß zu vernehmen. Eins? Da sehe der Herr, wie sich die stolze menschliche Vernunft im Geistlichen doch irren kann. Mitnichten. Denn ist der vorgetragene Fall nur so ein Spiel des Witzes, so verlohnt es sich der Mühe nicht im Ernst, ihn durchzudenken. Ist der Fall jedoch ein Faktum, hätte er sich wohl gar in unserer Diözese, in unserer lieben Stadt Jerusalem ereignet, ja, alsdann... Und was alsdann? Dann wäre an dem Juden fordersamst die Strafe zu vollziehen, die päpstliches und kaiserliches Recht so einem Frevel, so einer Lastertat bestimmen. So? Und zwar bestimmen, ob besagter Rechter dem Juden, welcher einen Christen zur Apostasie verführt, den Scheiterhaufen, den Holzstoß. So. Und wie viel mehr dem Juden, der mit Gewalt ein armes Christenkind im Bunde seiner Taufe entreißt. Denn ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Zu sagen, ausgenommen, was die Kirche an Kindern tut. Wenn aber nun das Kind, erbarmte seiner Sicht der Jude nicht, vielleicht im Elend umgekommen wäre. Tut nichts. Der Jude wird verbrannt. Denn besser es wäre hier im Elend umgekommen, als dass zu seinem ewigen Verderben es so gerettet ward. Zudem, was hat der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott kann, wen er retten will, schon ohne ihn retten. Auch trotz ihm sollte ich meinen selig machen. Tut nichts. Der Jude wird verbrannt. Das geht mir nah. Besonders, da man sagt, er habe das Mädchen nicht sowohl in seinem als vielmehr in keinem Glauben auferzogen, und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger gelehrt, als der Vernunft genügt. Was? Ein Kind ohne allen Glauben erwachsen lassen, das ist zu arg. Mich wundert sehr, Herr Ritter, euch selbst... Ehrwürdiger Herr, das Übrige, wenn Gott will, in der Beichte. Was? Mir nun nicht einmal Rede stehen? Den Bösewicht den Juden mir nicht nennen? Mir ihn nicht zur Stelle schaffen? Oh, da weiß ich Rat. Ich gehe sogleich zum Sultan. Saladin vermöge der Kapitulation, die er beschworen, muss uns schützen. Hinweg, hinweg mit solchem Frevel. Schade, dass ich nicht den trefflichen Sermon mit besserer Muße genießen kann. Ich bin zum Saladin gerufen. Ja, nun so, nun freilich, dann. Ich will den Sultan vorbereiten, wenn es euer Hochehrwürden so gefällt. Oh, ich weiß, der Herr hat Gnade gefunden vor Saladin. Ich bitte meiner nur im Besten, bei ihm eingedenkt zu sein. Mich treibt der Eifer Gottes lediglich.
Was ich zu viel tue, tue ich ihm. Das wolle doch ja der Herr erwägen. Und nicht wahr, Herr Ritter, das vorhin erwähnte von dem Juden war nur ein Problema, ist zu sagen... Ein Problema, ihr würdiger Herr. Dem ich tiefer noch auf den Grund zu kommen suchen muss. Das wäre wiederum ein Auftrag für den Bruder Bonafides. Wer kommt? Der Tempelherr? Er ist's. Euch nicht zu stören, ziehe ich mich zurück. Ich, dein Gefangener, Sultan? Mein Gefangener? Wem ich das Leben schenke, werde ich dem nicht auch die Freiheit schenken? Ja, ich habe mich mit dir in nichts betrogen, braver junger Mann. Du bist mit Seel und Leib mein Assad. Bliebst du wohl bei mir? Als Christ, als Muselmann gleich viel. Ich habe nie verlangt, dass allen Bäumen eine Rinde wachse. Sonst wärst du wohl auch schwerlich, der du bist? Nun dann, wenn du nicht schlechter von mir denkst, so wären wir ja halb schon richtig. Ganz. Ein Wort? Ein Mann. Hiermit empfange mir, als du mir nehmen konntest. Kam er nicht mit? Wer? Nathan. Nein, ich kam allein. So kalt? Nein, junger Mann, wenn Gott was Gutes durch uns tut, muss man so kalt nicht sein. Selbst aus Bescheidenheit so kalt nicht scheinen wollen. Erklär dich, sprich. Komm, gib mir deines Zutrauens erste Probe. Du weißt von Nathans Tochter, Sultan. Was ich für sie tat, das tat ich, weil ich's tat. Der Vater war fern. Er kommt, er hört, er sucht mich auf, er dankt. Er wünscht, dass seine Tochter mir gefallen möge. Spricht von Aussicht, spricht von heitern Fernen. Nun, ich lasse mich beschwatzen. Komme, sehe, finde wirklich ein Mädchen. Der weise Vater schlägt nun wohl mich platterdings nicht aus. Der weise Vater muss aber doch sich erst erkunden, erst besinnen. Allerdings tat ich denn das nicht auch? Erkundete, besann ich denn mich erst nicht auch, als sie im Feuer schrie? Für wahr, bei Gott, es ist doch gar was Schönes, so weise, so bedächtig sein. Nun, so sieh doch einem Alten etwas nach. Wie lange können seine Weigerungen denn dauern? Wird er denn von dir verlangen, dass du erst Jude werden sollst? Wer weiß? Wer weiß? Der diesen Nathan besser kennt. Der Aberglaub, in dem wir aufgewachsen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen. Darum doch seine Macht nicht über uns. Nathans Los ist diese Schwachheit nicht. So dachte ich auch. Wenn gleichwohl dieser Ausbund aller Menschen so ein gemeiner Jude wäre, dass er Christenkinder zu bekommen suche, um sie als Juden aufzuziehen, wie dann? Wer sagt ihm sowas nach? Dies Mädchen selbst ist seine Tochter nicht, ist ein verzettelt Christenkind. Dass er dem ungeachtet dir nicht geben wollte? Woll oder wolle nicht, er ist entdeckt. Der tolerante Schwätzer ist entdeckt. Ich werde hinter diesen jüdischen Wolf im philosophischen Schafpelz Hunde schon zu bringen wissen, die ihn zausen sollen. Sei ruhig, Christ. Verschweig, was deine Geistlichkeit an ihm zu rächen mir so nahelegen würde. Sei keinem Juden, keinem Muselmanne zum Trotz ein Christ. Geh, such du nun Nathan, wie er dich gesucht, und bring ihn her. Ich muss euch doch zusammen verständigen. Ist's um das Mädchen dir im Ernst zu tun, sei ruhig. Sie ist dein. Geh. Sitta, das Mädchen muss ihm Nathan geben, meinst du nicht? Ihm geben? Ihm lassen? Allerdings. Wie also, Saladin, wenn du nur gleich das Mädchen zu dir nimmst, sie nur dem unrechtmäßigen Besitzer gleich entzögest? Nun, so schick und lass sie holen. Darf ich, Bruder? Nur schone Nathans. Nathan muss durchaus nicht glauben, dass man mit Gewalt ihn von ihr trennen wolle. Sorge nicht. Oh.
Was ist zu euren Diensten, frommer Bruder? Nicht eben viel. Ich freue mich, Herr Nathan, euch auch noch wohlzusehen. So kennt ihr mich. Je nun, wer kennt euch nicht? Ihr habt zu manchem ja euren Namen in die Hand gedrückt. Er steht in meiner auch seit vielen Jahren. Kommt, Bruder, kommt. Ich frisch ihn auf. Habt Dank. Ich würde es ärmern stehlen. Nehme nichts. Wenn ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig euch meinen Namen aufzufrischen. Denn ich kann mich rühmen, auch in eurer Hand etwas gelegt zu haben, was nicht zu verachten war. Verzeiht, ich schäme mich, sagt was, und nehmt zur Buße siebenfach den Wert desselben von mir an. Hört doch vor allen Dingen, wie ich selber nur erst heute an dies mein euch vertrautes Pfand erinnert worden. Mir vertrautes Pfand? Da hat dem Patriarchen jemand heute ins Ohr gesetzt, es lebe hier herum ein Jude, der ein Christenkind als seine Tochter sich erzöge. Wie? Hört mich nur aus. Sagt, hat euch ein Reitknecht nicht vor 18 Jahren ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? Wie das? Nun, freilich. Allerdings. Ei, seht mich doch recht an. Der Reitknecht, der bin ich. Seid ihr? Der Herr, von welchem ich's euch brachte, war, ist mir recht, ein Herr von Vilneck, Wolf von Vilneck. Richtig. Weil die Mutter kurz vorher gestorben war und sich der Vater nach, meine ich, Gatza plötzlich werfen musste, wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte, so sandte er's euch. Und traf ich euch damit nicht in Darun? Ganz recht. Er blieb bald drauf bei Askalon und war wohl sonst dein lieber Herr? Ja, wohl, dem ich so viel zu danken habe, der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen. Oh, schön. So werdet ihr seines Töchterchens euch umso lieber angenommen haben. Das könnt ihr denken. Nun, wo ist es denn? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben? Lasst's lieber nicht gestorben sein. Wenn sonst nur niemand um die Sache weiß, so hat es gute Wege. Hat es? Traut mir, Nathan. Denn seht, ich denke so. War ja wohl natürlich, wenn das Christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte, dass ihr's als euer Eigentöchterchen erzögt. Ja. Ei, freilich klüger hättet ihr getan, wenn ihr die Christin durch die zweite Hand als Christin auferziehen lassen. Aber so hättet ihr das Kindchen eures Freunds auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe. In solchen Jahren mehr als Christentum. Zum Christentum hat's noch immer Zeit. Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, hat mir Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war. Ihr guter Bruder müsst mein Fürsprach sein, wenn Hass und Gleisnerei sich gegen mich erheben sollten, wegen einer Tat. Ach, wegen einer Tat. Nur ihr sollt sie wissen, nehmt sie aber mit ins Grab. Noch hat mich nie die Eitelkeit versucht, sie jemand anderen zu erzählen. Euch allein erzähle ich sie. Der frommen Einfalt allein erzähle ich sie. Weil die allein versteht, was sich der gottergebene Mensch für Taten abgewinnen kann. Ihr seid gerührt und euer Auge steht voll Wasser. Ihr traf mich mit dem Kinde zu Darun. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenig Tage zuvor in Gath die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten. Wisst wohl nicht, dass unter diesen meine Frau mit 7 hoffnungsvollen Söhnen sich befunden, die in meines Bruders Hause, zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt verbrennen müssen. Allgerechter. Als ihr kamt, hatte ich 3 Tag und Nacht in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint. Geweint. Beiher mit Gott auch wohl gerechtet, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht, der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Ach,
Ich glaub's euch wohl. Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder. Sie sprach mit sanfter Stimme: Und doch ist Gott. Doch war auch Gottes Ratschluss das. Wohlan, komm, übe, was du längst begriffen hast, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist, wenn du nur willst. Steh auf. Ich stand und rief zu Gott: Ich will. Willst du nur, dass ich will? Indem stiegt ihr vom Pferd und überreichtet mir das Kind in euren Mantel eingehüllt. Was ihr mir damals sagtet, was ich euch hab, ich vergesse. So viel weiß ich nur, ich nahm das Kind, trug's auf mein Lager, küsste es, warf mich auf die Knie und schluchzte: Gott! Auf sieben nun doch schon eines wieder. Nathan, Nathan, ihr seid ein Christ. Bei Gott, ihr seid ein Christ. Ein besserer Christ war nie. Wohl uns. Denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden. Aber lasst uns länger nicht einander nur erweichen. Hier braucht's Tat. Und ob mich siebenfache Liebe schon bald an dies einzige fremde Mädchen band, wenn sie von meinen Händen die Vorsicht wieder fordert, ich gehorche. Nun vollends. Nur muss der erste Beste mir sie nicht entreißen wollen. Nein, gewiss nicht. Wer auf sie nicht größere Rechte hat, muss frühere zum Mindesten haben. Freilich. Ich hoffe, ihr wisst von diesem eurem Herrn und dem Geschlechte dessen mehr als ich. Das guter Nathan wohl nun schwerlich. Wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlechts die Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Wohl möglich. Ja, mich dünkt. Hieß nicht ihr Bruder Konrad von Staufen und war Tempelherr? Wenn mich's nicht trügt. Doch halt, da fällt mir ein, dass ich vom Segen Hahn ein Büchelchen noch habe. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Askalon verschachten. Uh-huh. In diesem Büchelchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lassen, mit des Herrn selb eigener Hand die Angehörigen von ihm und ihr geschrieben. Oh, erwünscht! Geht, lauft, holt mir das Büchelchen. Ich bin bereit, mit Goldes aufzuwiegen und tausend Dank dazu. Eilt, lauft! Recht gern. Es ist arabisch aber, was der Herr hineingeschrieben. Einerlei, nur her! Gott, wenn ich doch das Mädchen noch behalten und einen solchen Eidam mir damit erkaufen könnte. Schwerlich wohl. Nun, fall es aus, wie es will. Wer mag es aber denn gewesen sein, der bei dem Patriarchen so etwas angebracht? Wenn das gar von da ja käme. Denk doch, Nathan. Nun? Das arme Kind erschrak wohl recht darüber. Da schickt der Patriarch des Sultans Schwester, Prinzessin Sitta. Nicht der Patriarch. Nein, Sitta, hört ihr nicht? Prinzessin Sitta schickt her und lässt sie zu sich holen. Wen? Lässt Recher holen? Sitta lässt sie holen. Nun, wenn sie Sitta holen lässt und nicht der Patriarch. Wie kommt ihr denn auf den? So hast du kürzlich nichts von ihm gehört? Gewiss nicht. Auch ihm nichts gesteckt? Ich? Ihm? Wo sind die Boten? Vor der Tür. Ich will sie doch aus Vorsicht selber sprechen. Komm. Wenn nur vom Patriarchen nichts dahinter ist. Ins Haus nun will ich einmal nicht. Er wird sich endlich doch wohl sehen lassen. Was hat mich denn nun so erbittert gegen ihn? Sollte wirklich wohl in mir der Christ noch tiefer nisten als in ihm der Jude? Sieh, da tritt er endlich in Gespräch vertieft aus seinem Hause. Mit meinem Klosterbruder? So weiß er sicherlich schon alles. Was hab ich Querkopf nun gestiftet? Ich will hier seitwärts ihrer warten, ob vielleicht der Klosterbruder ihn verlässt. Hab nochmals, guter Bruder, vielen Dank. Dies Buch gehört dir ohnedem nicht mir, gehört dir ohnedem der Tochter. Ist ja so der Tochter ganzes väterliches Erbe. Und seid ihr denn so ganz versichert, dass ein Tempelherr es ist, der euren Patriarchen hetzt? Es kann beinahe kein anderer sein. Es ist doch aber nur ein einziger jetzt in Jerusalem, und diesen kenne ich. Dieser ist mein Freund. Mit eurem Buche, Bruder, trotz ich allen und gehe geradeswegs damit zum Sultan, wenn nur heute der Patriarch noch nichts erfährt. Doch was? Sagt ihm auch heute, was ihr wollt. Ich nicht. Lebt wohl.
Vergesst uns ja nicht, Bruder. Ich darf ja doch wohl fragen, Nathan, wer euch da verließ? Ihr kennt ihn doch wohl nicht. War es nicht die gute Haut? Der Laienbruder, des sich der Patriarch so gern zum Stöber bedient? Kann sein. Beim Patriarchen ist er allerdings. Und hat er euch von mir denn nichts gesagt? Von einem Tempelherrn freilich hat er mir gesagt. Und was? Womit er euch doch ein für allemal nicht meinen kann. Wer weiß, lass doch nur hören. Dass mich einer bei seinem Patriarchen angeklagt. Euch angeklagt? Das ist mit seiner Gunst erlogen. Aha. Hört mich, Nathan. Ich ging zum Patriarchen, habe euch aber nicht genannt. Das ist erlogen, wie gesagt. Ich habe ihm bloß den Fall ganz allgemein erzählt, um seine Meinung zu vernehmen. Gesetzt, er wüsst auch euer Namen. Was dann? Er kann euch ja das Mädchen nur nehmen, wenn sie niemals ist als euer. Er kann sie doch aus eurem Hause nur ins Kloster schleppen. Also gebt sie mir. Ich bin's allein, der sie zum zweiten Mal euch retten kann und will. Ja, konnte. Nun auch nicht mehr. Es ist damit zu spät. Wieso zu spät? Dank seit dem Patriarchen. Dem Patriarchen Dank? Dass wir nun wissen, wem sie anverwandt. Nun wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Und wo sind sie, diese Anverwandte? Besonders hat ein Bruder sich gefunden, bei dem ihr um sie werben müsst. Ein Bruder? Was ist der, dieser Bruder? Oh, ein braver Mann, bei dem sich Recher gar nicht übel wird befinden. Nehmt mir's nicht ungut, Nathan. Welch einen Engel hattet ihr gebildet, den euch nun andere so verhunzen werden? Ich eile. Bleibt wohin? Zu ihr. Ihr trefft sie nicht. Sie ist bei Sitta, bei des Sultans Schwester. Seit wann? Warum? Und wollt ihr da bei ihnen zugleich den Bruder finden? Kommt nur mit. Den Bruder? Welchen? Sittas oder Rechers? Leicht beide. Kommt nur mit. Ich bitte euch, kommt. O Recher! Was ist dein Vater für ein Mann? Nicht wahr? Und diesen Vater... Du weißt? Diesen Vater soll ich verlieren. Du verlieren ihn? Wie das? Sei ruhig. Gib das nicht zu, gib nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen werde. Ein anderer Vater aufgedrungen? Dir? Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Wer? Meine gute, böse Daya kann das wollen. Sie sagt, ich sei aus christlichem Geblüte, sei getauft, sei Nathans Tochter nicht, er nicht mein Vater. Gott, Gott, er nicht mein Vater. Sitta, Sitta, sieh mich zu deinen Füßen. Sprecher nicht, doch steh auf. Sitta? Mein Bruder kommt, steh auf. Was gibt's hier, Sitta? Sie ist außer sich. Ach, was fehlt ihr? Komm doch zu, dir Kind, der Sultan. Ich stehe nicht auf, nicht eher auf, ehe er mir nicht verspricht, meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangt, verlangen kann, will's auch nicht wissen. Aber macht denn nur das Blut den Vater? Nur das Blut? Das Blut allein macht lange noch den Vater nicht. Und weißt du was? Sobald der Väter zwei sich um dich streiten, lass sie beide, nimm den dritten. Nimm mich zu deinem Vater. Und tu's, und tu's. Ich habe deinen Vater Nathan und noch einen hierher bestellt. Errätst du's? Da sind sie schon. Nathan, du kannst, sobald du willst, dein Geld dir wiederholen lassen. Die Karawane ist da. Sultan, warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Ich sehe dort ein Auge in Tränen, das zu trocknen mir weit angelegener ist. Recher, du hast geweint. Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch? Mein Vater. Wir verstehen uns genug. Sei heiter, sei gefasst. Wenn sonst dein Herz nur dein noch ist, wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust nicht droht, dein Vater ist dir unverloren. Keiner sonst. Sonst keiner? Nun, so habe ich mich betrogen. Saladin, jetzt bemühe dich nur nicht weiter. Wie jäh nun wieder, junger Mann. Soll alles dir denn entgegenkommen, alles dich erraten? Komm, liebes Mädchen, komm, nimm's mit ihm nicht so genau. Beschäm ihn. Tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe. Trage dich ihm an. Und wenn er dich verschmäht,
so hat er meines Bruders, meines Assad, nichts. So trägt er seine Larve, nicht sein Herz. Komm. Halt, Saladin. Auch du? Hier hat noch einer mitzusprechen. Wer? Ihr Bruder. Rechars Bruder? Ja. Mein Bruder? So habe ich einen Bruder? Wo ist er, dieser Bruder? Noch nicht hier? Ich sollte ihn hier treffen. Nur Geduld. Er hat ja einen Vater aufgebunden. Wer wird keinen Bruder für Sie finden? Christ! Ein so niedriger Verdacht wäre über Assads Lippen nicht gekommen. Ich verzeih ihm gern. Wer weiß, was wir an seiner Stelle in seinem Alter dächten. Natürlich, Ritter. Argwohn folgt auf Misstrauen. Wenn ihr mich eures wahren Namens gleich gewürdigt hättet... Wie? Ihr seid kein Staufen. Wer bin ich denn? Heißt Kurt von Staufen nicht? Wie heiß ich denn? Heißt Leuf von Filnig. Wie? Eure Mutter, die war eine Staufin. Ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, hieß Kurt von Staufen. So ist's. Euer Vater nannte sich Wolf von Filnig, aber war kein Deutscher. Sitter! War einer Deutschen nur vermählt, war eurer Mutter nur nach Deutschland auf kurze Zeit gefolgt. Aber Rechers Bruder, Rechers Bruder! Seid ihr? Ich? Ich, ihr Bruder? Ihr, mein Bruder? Geschwister! Sie, Geschwister? Ach, mein Bruder! Ihr Bruder? Kann nicht sein, nicht sein. Sein Herz weiß nichts davon. So eine Schwester nicht erkennen wollen? Geh! Ihr nehmt und gebt mir Nathan mit vollen Händen beides. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt. Unendlich mehr. Oh, meine Schwester. Meine Schwester. Meine Kinder. Denn meiner Tochter Bruder wäre mein Kind nicht auch, sobald er will. Nathan, auf ein Wort. Hm. Sagtest du vorhin nicht, was? Aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen? Ein geborener Deutscher nicht? Was war er denn? Wo war er sonst denn her? Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Er sprach am liebsten Persisch. Persisch? Was will ich mehr? Er ist's, er war's. Wer? Mein Bruder. Ganz gewiss, mein Assad, ganz gewiss. Nun, wenn du selbst darauf verfällst, nimm die Versicherung hier in diesem Buche. Aus seiner Hand? Auch die erkenne ich wieder. Noch wissen sie von nichts, noch steht's bei dir allein, was sie davon erfahren sollen. Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen, sie dir wohl lassen. Sitta, sie sind's, sind beide meines, deines Bruders Kinder. Ich deines Bluts. So waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch mehr als Träume. Seht den Bösewicht! Er wusste was davon und konnte mich zu seinem Mörder machen wollen. Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing in einer Radiofassung von Paul Hoffmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Nathan Erich Ponto, Saladin Ernst F. Fürbringer, Sita Edith Herdegen, Recha Elfriede Kusmani, Daya Lina Carstens, Tempelherr Wolfgang Arps, Derwisch Hans H. Dicko, Patriarch Hans Mahnke, Klosterbruder Max Meirich. Musik Rolf Unkel, Regie Paul Hoffmann.